Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Steinbock, die heutige kosmische Ausrichtung deutet darauf hin, dass es zu Störungen in verschiedenen technischen Geräten wie Computern, Geldautomaten und Telefonsystemen kommen kann. Diese Störungen könnten finanzielle Transaktionen und tägliche Routinen beeinträchtigen. Sei darauf vorbereitet, dass du für deine Einkäufe auf traditionelle Zahlungsmittel wie Bargeld oder Schecks zurückgreifen musst. Aufgrund der vorherrschenden Verwirrung ist es ratsam, heute keine größeren Finanztransaktionen einzuleiten oder abzuschließen. Es ist besser, vorsichtig zu sein und ein paar Tage auf ein günstigeres Finanzklima zu warten. Bei der Ernährung und beim Sport solltest du flexibel bleiben, denn die Bedürfnisse deines Körpers können sich von Tag zu Tag ändern. Was gestern für dich funktioniert hat, ist heute vielleicht nicht mehr geeignet. Achte auf Abwechslung in deinem Verhalten und auf die sich ändernden Anforderungen deines Körpers. Ziehe es in Erwägung, verschiedene Trainingsformen auszuprobieren, die du bisher vielleicht noch nicht ausprobiert hast. Wenn du bestimmte körperliche Aktivitäten vermeidest, solltest du den Gründen für dein Zögern auf den Grund gehen. Dieser Planetenaspekt ermutigt dich, dich selbst zu erforschen und deine Kindheitserinnerungen im Zusammenhang mit körperlichen Aktivitäten und Spielen wieder aufleben zu lassen. Schwierige Konfrontationen, die auf Unwahrheiten und Missverständnisse von gestern zurückzuführen sind, könnten sich heute verstärken. Wenn du dich in ein Netz von Täuschungen verstrickt hast, wird sich die Situation wahrscheinlich verschlimmern, da sich Unwahrheiten auf Unwahrheiten häufen. Es ist wichtig, dass du das Ausmaß der Täuschung erkennst, die du begangen hast, und Schritte unternimmst, um die Situation zu bereinigen. Wenn du auf diesem Weg weitergehst, führt das nur zu weiteren Komplikationen. Ziehe in Erwägung, die Wahrheit zu sagen und die zugrunde liegenden Probleme anzusprechen, um die Konflikte zu lösen. Die Energie, die durch den aktuellen Planetenaspekt erzeugt wird, kann sehr verlockend und dynamisch sein. Diese Energie kann zwar zu Problemen führen, aber sie bietet auch Chancen für Aufregung und Entdeckungen. Es ist eine Zeit, in der du vielleicht dazu neigst, neue Dinge auszuprobieren, Risiken einzugehen und neue Wege für dein Wachstum zu gehen. In deinen Liebesbeziehungen kann diese Energie für Aufregung und Neues sorgen, vorausgesetzt, beide Partner sind offen und abenteuerlustig. Das gemeinsame Erkunden neuer Aktivitäten und Erfahrungen kann eure Bindung stärken und für unvergessliche Momente sorgen. Wie bereits erwähnt, kannst du dich auf eine elektrisierende Überraschung gefasst machen, die dich in Erstaunen versetzen kann. Die himmlischen Energien richten sich so aus, dass sie eine Botschaft übermitteln, die Macht hat, dein Schicksal neu zu gestalten. Egal, ob es sich um eine Liebeserklärung handelt, auf die du gewartet hast, um eine Chance, die deine Karriere verändert, oder um eine Enthüllung von großer Bedeutung, das Universum hat sich zu deinen Gunsten verschworen. Bleib offen für die unerwarteten Wendungen, die das Leben mit sich bringt, denn diese Botschaft hat das Potenzial, den Lauf deines Lebens zu verändern. Sei empfänglich für die Einflüsterungen des Schicksals, die auf dich warten. Wenn der Mond heute in den Löwe eintritt, können die Gefühle dramatischer und sprunghafter werden. Diese Mondenergie hat das Potenzial, intensive Konflikte und emotionale Ausbrüche zu entfachen und eine turbulente Atmosphäre zu schaffen. Es ist wichtig, konstruktive Wege zu wählen, um mit diesen gesteigerten Emotionen umzugehen, anstatt sie in unnötige Theatralik münden zu lassen.
Lenke diese Energie in kreative und zielgerichtete Handlungen, um sicherzustellen, dass alle emotionalen Äußerungen einem größeren und positiven Zweck in deinem Leben und deinen Beziehungen dienen. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir 3 Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die 3 der Stäbe steht für Expansion, Erkundung und den Blick in die Zukunft. Diese Karte zeigt, dass du heute voller Optimismus und Vorfreude bist. Sie steht für eine Zeit der Horizonterweiterung und der Suche nach neuen Möglichkeiten. Die 3 der Stäbe ermutigt dich, Vertrauen in deine Fähigkeiten zu haben und mutige Schritte in Richtung deiner Ziele zu unternehmen. Sie erinnert dich daran, dass du dir eine bessere Zukunft schaffen kannst, wenn du dich auf Veränderungen einlässt und dich ins Unbekannte wagst. Zusammen mit der 3 der Stäbe haben wir den Narren. Diese Karte steht für Neuanfänge, Spontaneität und einen Vertrauensvorschuss. Sie steht für eine Zeit, in der du dich mit einem Gefühl der Unschuld und des Vertrauens auf ein neues Abenteuer einlässt. Der Narr lädt dich dazu ein, die Energie der Spontaneität zu nutzen und Risiken einzugehen, ohne Angst vor dem Scheitern zu haben. Er erinnert dich daran, dass manchmal die lohnendsten Erfahrungen gemacht werden, wenn man aus seiner Komfortzone heraustritt. Als letztes haben wir den König der Münzen. Diese Karte steht für finanziellen Reichtum, Stabilität und ein starkes Verantwortungsbewusstsein. Sie steht für eine Zeit der Sachlichkeit und für die Notwendigkeit, deine Ressourcen weise zu verwalten. Der König der Münzen ermutigt dich, deine finanziellen Angelegenheiten verantwortungsvoll anzugehen und deine Ressourcen effektiv zu nutzen. Er erinnert dich daran, dass du deine langfristigen Ziele erreichen kannst, wenn du für Stabilität und Sicherheit sorgst. Die 3 der Stäbe, der Narr und der König der Münzen bilden zusammen eine Kombination aus Expansion, Spontaneität und Praktikabilität. Mach dir heute die Energie der 3 der Stäbe zunutze, indem du optimistisch nach vorne blickst und nach neuen Möglichkeiten suchst. Habe Vertrauen in deine Fähigkeiten und gehe mutige Schritte auf deine Ziele zu. Gleichzeitig verkörpere die Energie des Narren, indem du offen für neue Anfänge bist und einen Vertrauensvorschuss gibst. Lass dich auf Spontaneität ein und hab keine Angst, dich ins Unbekannte zu wagen. Kanaliere die Energie des Königs der Münzen, indem du verantwortungsvoll und praktisch an deine finanziellen Angelegenheiten herangehst. Verwalte deine Ressourcen weise und sorge für Stabilität und Sicherheit. Diese Deutung steht für einen Tag der Expansion, Spontaneität und Praktikabilität. Lass dich von der Energie der 3 der Stäbe inspirieren, indem du optimistisch in die Zukunft blickst. Lass dich von dem Narren inspirieren, wenn du dich auf neue Abenteuer einlässt. Nutze schließlich die Weisheit des Königs der Münzen, um deine Ressourcen effektiv zu verwalten und die finanzielle Stabilität zu erhalten. Denke daran, dass du dir eine Zukunft schaffen kannst, die mit deinen Zielen und Wünschen übereinstimmt, wenn du mutige Schritte unternimmst und Veränderungen mit Vertrauen und Verantwortungsbewusstsein annimmst. Wenn du die Qualitäten dieser 3 Karten kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl von Aufregung, Spontaneität und Sachlichkeit bewältigen.